Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Freut mich, dass so viele an diesem Abend an die Angewandte gefunden haben. Obwohl ich sagen muss, es wundert mich nicht zu diesem Ereignis und bei diesem Autor. Bei seiner Vernetzung ist das fast selbstverständlich, aber trotzdem ist es eine Freude. Was ist der Unterschied zwischen Kultursoziologie an der Angewandten und Kultursoziologie an irgendeiner anderen Universität? Noch simpel, das ist der Unterschied. Exemplarisch gesprochen. So etwas kann er nur an der Angewandten machen und so etwas kann nur Ernst Rohrl machen. Mit seiner Leidenschaft für das Fach, mit seiner wissenschaftlichen Präzision und mit seiner Einbettung in die Welt der Kunst. Ich gratuliere dir Ernst, ganz herzlich zu diesem Opus Magnum. Kann man schon sagen, dass das so etwas in der Art ist. Es werden noch weitere folgen. Ich wünsche diesem Buch ganz, ganz viele Leserinnen und Leser. Und die Vorzeichen sprechen ja schon dafür, wenn man so sieht und hört und liest, wo das überall exzellent rezensiert wurde, ist eigentlich nichts anderes zu erwarten. Ich möchte damit auch gleich meine Begrüßung schließen. Ich freue mich, dass der Verlag präzise und exakt und sehr, aber der Ernst wird es dann noch beschreiben, wahrscheinlich exzellent gearbeitet hat, wie es Brandstätter Usus ist. Und ich wünsche Ihnen und uns noch einen vergnüglichen, interessanten Abend. Alles Gute. Lieber Ernst, sehr geehrte Damen und Herren, wir ordnen unsere Welt gern nach einem dualen Prinzip. Es gibt Gut und Böse, es gibt Null und Eins, es gibt Raucherinnen und Nichtraucher und es gibt Menschen, die spielen und solche, die nicht gerne spielen. Und so wie es angeblich in den Raucherzimmern und draußen vor der Tür bei den Rauchern immer eine Spur unterhaltsamer ist als drinnen bei den Nichtrauchern, und ich sage das als überzeugte, wenn auch nicht militante Nichtraucherin, so glaube ich auch, dass Menschen, die auch im Erwachsenenalter noch gerne spielen, grundsätzlich ein kreativeres, ein originelleres Naturell eigen ist als den Spielmuffeln und Spielverderbern. So habe ich jedenfalls den spielebegeisterten Ernst Strohal erlebt während dieser Buchentstehung. Verleger sind auch Menschen mit ausgeprägtem Spieltrieb, das ist klar. Jedes Buchprojekt ist eine Art Brettspiel mit ungewissem Ausgang. Bestseller lassen sich nicht planen und schon gar nicht auf dem Reißbrett konstruieren oder vorhersagen. Wenn man uns im Vorhinein fragt, wird dieses Buch ein Erfolg sein, dann könnten wir um die Antwort genauso gut würfeln. Und ähnlich wie im Spiel, wo es häufig doch eher so ist, dass das Spiel den Spieler spielt und nicht umgekehrt, eine Formulierung, die ich mir ausgebeugt habe aus dem Buch von Ernst, ist auch ein Buchprojekt eine Reise voller Unwägbarkeiten und Überraschungen, voller unvorhergesehener Wendungen und im Idealfall, wie bei diesem Buch, voller glücklicher Fügungen. Die Reise geht, wie beim klassischen Gänsespiel, über Ereignisfelder mit unterschiedlichen Funktionen der Beschleunigung oder der Verlangsamung. Hat man Glück, so wie wir bei diesem Buch, dann landet man natürlich auf den schönen Ereignisfeldern. Zum Beispiel, du hast einen Autor und ein Thema an Land gezogen, das auf großes mediales Interesse stößt. Im konkreten Fall hier Rezensionen in der Süddeutschen, in der FAZ, in der Zeit und so weiter und so weiter. All das sorgt dafür, dass dein Ruhm weit über die Grenzen Österreichs hinaus vernommen wird
und dass die Verkaufszahlen rasant an Fahrt aufnehmen. Rücke 12 Felder vorwärts. Oder auch ein beliebtes Ereignisfeld, ein Mitspieler am Tisch, zum Beispiel die Universität für angewandte Kunst, zahlt in deine Spielkasse ein. Du darfst deine Punktezahl verdoppeln und verschaffst dir so einen entscheidenden Vorsprung. Wenn man hingegen unglücklich würfelt, drohen verzögernde Zwischenstopps. Im Spiel heißen die dann Einkehr ins Wirtshaus, Labyrinth, Gefängnis, manchmal sogar, wenn man auf dem Feld Nummer 58 landet, tot. Jedenfalls kosten sie immer Zeit und Geld und manchmal wird man sogar recht unsanft aus dem Spiel geworfen. Im Verlagsspiel heißen diese Felder traditionellerweise Papierpreis gestiegen, 2 Felder zurück. Oder Autor erkältet, liefert Text später ab, setze eine Runde aus. Oder besonders unbeliebt, der Autor hat weit übers Ziel geschossen und braucht mehr Buchseiten zur Verfügung. Und die ausgetüftelte Logik des Buches ist so gestaltet, die vom Grafiker und vom Autor gemeinsam in nächtelanger Denkarbeit entworfen wurde, dass man leider das Buch in Handarbeit binden muss. Zurück an den Start. Das Gute am Verlagsspiel ist jedoch, dass es nicht so funktioniert wie Mensch, ärgere dich nicht. Mensch, ärgere dich nicht und ähnliche Spiele leben ja von der Lust an der Niedertracht. Da geht es darum, einander zu schlagen, zu bekämpfen, zu besiegen. Das Verlagsspiel hingegen, das ist ein klassisches Teamspiel. Und ich glaube, es ist unserem tollen Spielteam zu verdanken, dass wir nicht nur alle Hindernisse glücklich überwunden haben, auch das Feld 58 übersprungen haben, sondern dass wir gemeinsam als Sieger ins Ziel gekommen sind. Ich möchte dir, lieber Ernst, von Herzen danken. Erstens, dass du immer in der gleichen Mannschaft gespielt hast wie wir und zweitens überhaupt für deine Idee zu diesem Buch. Ich erinnere mich, als du das erste Mal davon mir erzählt hast, habe ich mir gedacht, jetzt habe ich für den Verlag einen Sechserpasch gewürfelt, weil von Anfang an hat mir der Gedanke gefallen, dass das ein Buch wird, das mehr ist als ein Buch. Ein Buch, das man lesen und spielen kann. Und ich glaube, in Zeiten der zunehmenden Digitalisierung haben gerade solche Bücher, die Objekte sind, Bücher, die eigentlich nur als gedruckte, schön ausgestattete Werke wirklich funktionieren, eine Berechtigung und eine Zukunft. Ich möchte dem Grafiker Christian Schinner danken, er sitzt auch hier irgendwo, vielleicht mag er sich kurz erheben, der sehr sensibel umgegangen ist mit diesen Spielen. Nämlich so, dass seine vielen Einfälle und grafischen Ideen nie in Konkurrenz treten zum Inhalt des Buches, sondern wie eine zurückhaltende Fassung eines schönen Schmuckstücks dieses erst richtig zum Funkeln und Glänzen bringen. Dann natürlich auch großes Danke an das gesamte Verlagsteam. Die haben von Anfang an die Begeisterung mitgetragen, allen voran Horst Grabensberger, unserem Vertriebsleiter, der die geniale Idee hatte, das Buch auch als Sammleredition in limitierter Auflage in einer schönen Holzkiste, Sie sehen es da vorne, mit einem Würfelkreisel, mit Spielfiguren und einem Spielbrett anzubieten und unserem kaufmännischen Geschäftsführer Franz Schaffer, der sehr einfallsreich die Umsetzung dieser schönen Idee ermöglicht hat. Friederike Haar natürlich, die dafür sorgt, dass so ziemlich alle großen deutschsprachigen Feuilletons angefangen von der Süddeutschen über die FAZ, den Kulturspiegel, die Welt am Sonntag, das Buch nicht nur entdeckt, sondern auch würdigend besprochen haben. Cornelia Mohl, die diese Veranstaltung mitorganisiert hat, und Marion Maranitsch, die unseren digitalen Auftritt in den sozialen Netzwerken verantwortet. Mein ganz besonderer Dank gilt nicht zuletzt der Universität für angewandte Kunst, dem Rektor Gerhard Bast und Anja Seibenbusch-Hufschmidt für die tolle Zusammenarbeit bei diesem Buch. In diesem Buch finden Sie Spiele, die alle mehr oder weniger lehrreich und vergnüglich sind. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen lehrreichen und vergnüglichen Abend. Meine Damen und Herren,
liebe Kolleginnen, Freunde, einen schönen und feinen Abend wünsche ich Ihnen schon jetzt. Dir, lieber Ernst, vielen Dank für diese Einladung, hier einige und nur wenige Worte zu deinem schönen Buch verlieren zu dürfen. Und nicht nur die Worte werden hier verloren, nur zu gern verliert man sich in die Welten, die dieser wunderbare Atlas aufmacht. Reisen durchs Leben, durch die Städte, in ferne Länder, über Berg und Tal, durch Zeit und Raum. Wir können unseren Spiel verlieren und doch stellt sich die Selbstaufgabe, die Magie eines Spiels nur ein, wenn wir frei handeln, wenn uns niemand zum Spiel zwingt. Die Welt wird in den spielbaren Landkarten dieses Buchs zu einem Kosmos, der sich scheinbar außerhalb des gewöhnlichen und alltäglichen Lebens abspielt. Und dieser Kosmos vollzieht sich nach ganz anderen Gesetzen und anderen Gebräuchen. Wir sind anders im Spiel und machen es anders. Doch wer im Spiel eine Reise unternimmt, wer fremde Orte aufsucht, bewegt sich durch eine eigens bestimmte Zeit und bewegt sich durch einen eigens bestimmten Raum. Man verliert sich wohl an das Spiel und seinen magischen Zirkel, doch wäre es unrichtig anzunehmen, dass wir uns im Spiel der Realität verschließen. Es sind vielmehr die Spielräume, die uns Platz für Handlungen und die Freiheit der Gedanken gewähren. Wer spielt, ist frei und nur wer frei ist, spielt auch. Diesem Wesen des Spiels folgt auch dieses wunderschöne Buch, das ein Homo Ludens gestaltet hat. Christian Schinnerl ist den Wünschen geradezu vorausgegangen und er erlaubt es den Lesenden, das Spiel nicht nur wie gewohnt nach vorne oder auch nach hinten durchzublättern. Dieses Buch, dieser Atlas, lässt sich lesen, linear, von einer Seite zur nächsten. Und der Atlas lässt sich lesen und spielen, spielen oder lesen. Die Seiten folgen keiner Paginierung, sie folgen vielmehr eigenen Spielregeln. Aus den Seitenzahlen wurden die Nummern von Spielfeldern. Und wer sich im Inhaltsverzeichnis orientiert, geht auf seine und ihre selbstgewählte Reise, bricht auf in eine und in die Welt im Spiel. Doch das Spiel ist keine Gegenwelt, es ist die Realität des Spiels. Und erlauben Sie mir ein Zitat von wem sonst als Johann Huizinger. Und mit dem Spiel aber erkennt man, ob man will oder nicht, erkennt man den Geist. Und weil es das Spiel ist, finden wir uns vor allem in der Ordnung des Kosmos auch wieder. Wir spielen und wissen, dass wir spielen, also sind wir mehr als bloß vernünftige Wesen, denn das Spiel ist unvernünftig. In diesem Sinn darf ich das Wort weitergeben an Ernst Zohal als wahren Kenner menschlicher Unvernunft. Vielen Dank. Als Kenner der Unvernunft möchte ich vielleicht eine kleine Ergänzung machen und möchte vielleicht ein kleines Dankeschön sagen. Sonst ist ja alles habe ich alles gesagt, was zu sagen ist, nämlich es ist hier in diesem Buch drinnen. Sie können nachher durchblättern, Sie können nachher lesen und Sie können nachher sogar spielen. Ums Jahr 1900 sagt Arthur Schnitzler, wir spielen immer, wer es weiß, ist klug. Und 40 Jahre danach fügt quasi als Echo Kurt Schwitters an. In einem späten Brief 1941 sagt er, wir spielen, bis uns der Tod abholt. Spiel und Leben wird von Schnitzler, aber auch von Schwitters Kunst und Spiel fast deckungsgleich. Ich möchte beiden widersprechen. Wir haben uns einige Jahre mit Spielen beschäftigt. Wir haben die Kulturgeschichte dieser Gänse- und Laufspiele genau studiert. Wir haben auch darüber ein wenig nachgedacht. Und ich halte es für verhängnisvoll, wenn man Spiel und Leben gleichsetzen würde.
Spiel ist einerseits, wie Brigitte Felderer andeutet, der Paradiesgarten der Unvernunft, wo weder Mangel noch Not herrscht. Spiel ist aber auch ein Zustand, der ohne ein gewisses Maß an Grausamkeit gar nicht betrieben werden kann. Wenn wir miteinander spielen, dann müssen sie auch gewinnen wollen. Ansonsten wären sie in extremer Weise unhöflich. Und das gilt fürs Leben nicht. Wir haben uns überzeugt davon, dass die komplizierteste Schachpartie, die komplizierteste Go-Partie, wir haben Experten hier sitzen, viel einfacher ist als das einfachste Gespräch unter Freunden. Es gibt im Leben keine klaren Ziele, es gibt keine klaren Regeln, es gibt keine klaren Felder, wo sie sind. Das Spiel vereinfacht die Welt. Darin liegt vielleicht sein Faszinosum, aber darin liegt auch vielleicht sein kleiner Schrecken. Der Homo Ludens, der hier spielt, ist nicht nur ein fröhlicher Knopf, der ist auch Melancholiker. Die immer Wiederkehr des Gleichen, er überlässt sich den Würfel, darin besteht das eigentliche, schwer gründliche Faszinosum für mich dieser Spiele. Es geht nicht darum, nur aktiv zu sein, es geht nicht darum, nur zu handeln, sondern hier übernimmt der Würfel als Motor der Bewegung die Kraft und man überlässt sich ihm. Der Zustand dieser Spiele ist nicht unbedingt nur reine Interaktivität, sondern die dunkle Lust dieser Spiele besteht vielleicht darin, ein wenig passiv zu sein. Also denke ich mir, ist hier die Beschreibung der Interpassivität die allerbeste. Man ist interpassiv, wenn man hier spielt. In Zeiten von Casino-Kapitalismus und Börsenspiel, wo auf einmal selbst der Krieg im Zeitalter der Drohne offenkundig gamifiziert werden kann, zum Spiel werden kann, glaube ich, ist es notwendig, auf diese Differenz hinzuweisen. Das Spiel entfaltet erst die Kraft in der Differenz zum Leben und zur Wirklichkeit. Da bleibt mir nur ganz kurz ein paar Leuten zu danken. Die Liste ist recht lang, glücklicherweise. Einiges ist mir schon abgenommen worden. Zunächst möchte ich Rektor Bast, Anna Seitenbusch und meinem Kollegen Roman Horak danken für die günstigen Arbeitsbedingungen hier auf der Angewandten und ja, die Unterstützung. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich möchte den Kolleginnen und Kollegen vom Verlag danken: Christian Brandstätter, Nikolaus Brandstätter, Friedrich Gehar, Kollege Mohl, Laura Günther, Franz Schaffer habe ich hier gesehen. Wir haben zusammen, wenn ich mich recht erinnere, vor genau 20 Jahren zum ersten Mal ein Buch miteinander gemacht. Und ganz besonders natürlich Elisabeth Stein, die dieses Projekt vom ersten Tag an nicht nur befürwortet, sondern mitgestaltet und in besonderer Weise mitbestimmt hat. Ja, danke dafür. Und wie es halt im Spiel heißt, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Das nächste Buch ist schon unterwegs. Ich möchte den Sammlern und Leihgeber, die dieses Buch ermöglicht haben, danken. Die haben uns Einblick gestattet in die verschiedensten Archive und sehr großzügig mit Informationen unterstützt. Ich möchte nur drei Namen nennen. Masaku Yamamoto, der Vorsitzende der Sammlung Shuaban in Osaka, der uns über 7500 Spiele gezeigt hat. Wir mussten 4 davon auswählen. Das war ein schwieriger Prozess. Ulrich Schädler aus La Tour de Paix, wohl den besten Kenner dieser Materie, der Direktor des Spielemuseums in der Schweiz. Und danken möchte ich auch Adrian Seville in London, Privatsammler, Privatgelehrter, der mehr über Spiele weiß, als ich je wissen werde. Zu danken habe ich auch den vielen Übersetzerinnen, die dieses Buch ermöglicht haben. Wir haben ja zu jedem dieser Spiele auch Spielregeln gefunden aus mehreren Jahrhunderten.
Monika Kalitzke und Eva Wittendorfer haben aus dem Französischen übersetzt und dabei auch enorme Recherchearbeiten geleistet. Larissa Kotschubei aus dem Russischen, Sarah Schausberger aus dem Schwedischen, Lena Strohhal aus dem Holländischen, Tanja Paar hat von einem 300 Jahre alten italienischen Text in die Gegenwart hinein übersetzt. Ja, nicht zuletzt hat es auch Übersetzungen aus dem Japanischen gegeben. Ich danke Frau Mine Scheidt-Katayama und ihrer Kollegin Kyoko Moroya für die japanischen Übersetzungen, die bei weitem mehr sind als reine Übersetzungen. Ja, jetzt steht in meinem ausführlichen Manuskript steht kurzer Zwischenapplaus. Ich möchte aber besonders danken dem Lektorat von Joe Babel. Das war sehr penibel, aber zugleich nicht spinnenfingerig, so dass es lustig gemacht hat, ständig weiterzuarbeiten. Und natürlich Christian Schinnerl für das großartige Layout. Elisabeth Stein hat schon darüber berichtet. Wir haben einige Monate zusammengearbeitet und haben das hingekriegt so, dass jede Diskussion eigentlich immer gefragt hat, warum machen wir ein Buch und nicht eine Homepage im Internet? Warum? Was können wir der Funktionalität des Spiels unterstellen? Insofern hat sich diese Struktur hier ergeben. Im Übrigen, Hauptdarsteller sind die Hände von Lili Schäfknecht, Nebendarsteller ist dieses Buch, das Sie hier sehen. Also man kann es blättern, man kann es lesen, man kann spielen, man kann dieses Buch auf verschiedene Arten durchqueren. Wenn Sie es nicht linear tun, dann haben Sie aber nicht mein Buch gelesen, sondern Ihr Buch. Schließlich möchte noch drei Personen besonders danken. Das ist Monika Katzek und Lili Schäfknecht. Ohne ihre Hilfe und ohne ihre Unterstützung bei der Recherche und bei der Auswahl dieser Bilder, der Bilder und der Texte wäre aus dem Ganzen gar nichts geworden. Schließlich möchte ich den Studierenden in den Seminaren, in den Privatissima, in den Workshops für die Kritik und für die vielen Anregungen danken. Ihnen verdanke ich eigentlich das Buch und in kleiner Abwandlung zu Hanno Schönberg könnte ich Ihnen sagen, dieses Buch habe ich von euch gelernt. Also ich verdanke es auch dem Unterrichten hier, auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Und diese ständigen Anregungen, Kritik und Diskussionen sorgen eigentlich dafür, dass man Energie genug gewinnt, so etwas zu unternehmen. Ja, wer mich ein wenig kennt und andere Bücher, die ich gemacht habe, weiß, wem dieses Buch gehört, weil ihr alles gehört, was ich so mache. Ja, ich wünsche Ihnen viel Freude mit diesem Buch oder diesen Büchern und ich wünsche den Büchern viel Freude mit Ihnen. Dankeschön. Vorne liegt ein Buch, mit dem Sie spielen können. Rechts hinten ist ein Stoß mit Büchern, ich glaube, die Sie kaufen können. Thank you.
welche Spielmechanik dann dahinter ist und welche Geschichte Mechanik erzählt. Das ist gesetzt. Und wenn er jetzt zum Beispiel die Regeln von Kanin. Das ist permanent ein Wachstum, das ist bei fast allen Spielen. Die Entwicklungsspiele, die wir spielen, sind der Metaphern für den Kapitalismus. Und da sind aber ganz viele. Thank you.
Und lang? Ja, das sind ja. Ja.